Was geht, Leute? Hier ist wieder TTV und heute spielen wir Minecraft Hardcore. Und zwar Name der Welt. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich eine neue Welt anfangen werde, Leute. Hat eigentlich folgenden Grund. Erstens, die Map, die ich vorher hatte mit den der Hardcore-Welt, hat mir nicht so gefallen, weil, ja, es war eine Insel. Wir haben keine Schafe gefunden, es war einfach nur eine Insel. Und die Insel hätten wir nicht weiter erkunden können, deswegen... Ja, es war das Hardcore-Projekt eigentlich etwas sinnlos. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir fangen einfach ein neues Hardcore-Projekt an. Findet ihr das? Findet ihr das gut? Gut, dann starten wir. Okay, den Namen der Welt nennen wir... Abonnenten... Abonnentenwelt nennen wir das. Mal schauen, wo wir... Abonnentenwelt nennen wir das. Wie gesagt, Hardcore. Und den Startwert für den Weltgenerator habe ich ja bei der letzten... Hardcore-Welt eingegeben, ich glaube Insel, oder? Habe ich das sogar eingegeben? Ich bin mir gar nicht sicher. Und diesmal geben wir ein, damit es auch wirklich kommt. Schafe. Oh. Schafe. Denn ich will Schafe haben. Das machen wir an. Das ist okay. Fertig. Und dann starten wir. Neue Welt erstellen, Leute. Ja, wir zocken jetzt halt, wie gesagt, die anderen Hardcore-Videos habe ich übrigens gelöscht, weil ich komplett mal neu anfangen wollte mit Hardcore. Wollte komplett neu anfangen mit Hardcore. Ja, hat wie gesagt folgenden Grund wegen der Insel. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht auf einer Insel spawnen. Es sieht ja schon mal sehr schön aus hier in der Gegend. Richtig. Ja, und wie ihr bereits gemerkt habt, kommen ja jetzt immer 2 Videos pro Tag. Wenn ich das so hinkriegen sollte, wie es bis jetzt ist. Okay, werden uns hier den Baum halt mal erstmal holen. Wie gesagt, das ist Hardcore. Und es kann auch schon sein, dass wir jetzt in der ersten Folge oder in der zweiten Folge auch schon sterben. Das kann alles passieren, Leute. Und deswegen hoffe ich doch mal, ihr könnt mir auch Tipps und alles sowas in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall mehr Challenges. Ist auch und egal, unter welchem Video ihr Challenges drunter schreibt. Zum Beispiel der Athos hat ja und meinen Challenge-Vlog wieder auch noch geschrieben. Ist das hier eine kleine Höhle? Ne, ist keine Höhle. Okay, schade. Da haben wir schon mal einen Berg, Leute. Sehr interessant. Da werden wir jetzt mal hingehen. Aber das Essen wird uns halt auch erstmal in die Knie zwingen, denke ich mal. Das heißt, wir werden auch viel Essen brauchen. Das ist auf jeden Fall schon mal Grundvoraussetzung. Das ist sowieso immer Grundvoraussetzung, aber... Und da haben wir schon Chicken Wings. Ich baue mal hier Dings hin. Mach mir eine Spitzhacke. Genau. Jetzt können wir uns hier Dings holen. Erstmal ein bisschen Stein. Und können uns daraus dann halt Steinwerkzeuge machen. Und ja, auch viel mehr. Ich werde auch den Livestream... Wenn ich nichts... Ich mache ja nächste Woche... Samstag Livestream, der ist das noch nicht weiß. Da werde ich auch Hardcore spielen. Da werde ich auch Hardcore weiterspielen, Leute. Und aber bei dem Livestream wird es so sein, das was ihr in die Kommentare schreibt bei Twitch, dann werde ich dann auch zocken für euch. Bei dem Livestream richte ich mich ganz nach euch diesmal. Richte ich mich immer eigentlich an euch. Aber ist ja auch egal, bloß dass ich mal gesagt habe. So. Da haben wir schon eine Steinspitzhacke. Und jetzt sollten wir noch eine Axt machen. Kein Knopf, eine Axt. Nee. Wir sollten erstmal ein Schwert machen und ich hole mir jetzt Essen. Leute. Hühner. Wartet mal, auf dem Berg leben doch meistens immer Schweine. Kann das sein? War das nicht immer mal so, dass auf dem Berg Schweine lebten? Ich glaube, das kann sein. Ja, wir schauen mal. Hallo. Nö. Sieht gerade nicht so aus, aber hier ist schon mal Kohle. Das heißt, wir können unseres Hühnchen anbraten. Seht ihr, wir verlieren nämlich schon Essen. Da holen wir uns erstmal Kohle. Wir haben eine kleine, richtig geile Quelle gefunden am Anfang. Richtig gut. Wir werden auch erstmal schauen, wo wir unser Zuhause hinbauen. Und erstmal Schafe finden sollten wir vielleicht auch jetzt erstmal. Weil wenn es Nacht wird, wir sollten jetzt wirklich erstmal Schafe finden. Nicht hier Kohle abbauen. 11 Kohle reicht erstmal. 13 Kohle reicht erstmal. Okay. Sollten wir das erstmal finden. Okay, das ist noch genug Hühner. Zum Essen. Das ist gut. Schnahuhn. Ich brauche bloß dein zaghaftes Essen. So, dann nehme ich mir noch ein paar Steine mit. Ah, die habe ich sogar noch. Ja, ich sollte immer eine Werkbank bereit haben. Ich habe jetzt nämlich keinen Bock, wieder bis dahinter zu laufen. Hallo. Das ist ein Tintenfisch. Wir laufen jetzt mal in die Richtung. Vorher crafte ich mir schnell einen Ofen.
wo ich mein Essen jetzt rein tun werde. Leute. Leute, heute werde ich erstmal mein Essen rein tun. Und dann gehen wir hier hoch. Hier hoch. Jawohl. Achso, ich hab Optifine drin, Leute. Seht ihr das? Ja, ich hab Optifine drin. Ja, Leute, wir haben Schafe gefunden. Seht ihr mich? Ja, ihr seht mich, oder? Ich hab Schafe gefunden. Wir haben Schafe gefunden. Ey, ist das nicht geil? In der anderen Welt hatten wir nie Schafe und jetzt finden wir gleich am Anfang Schafe und können uns ein Bett machen. Oh, wie ich mich gerade freue. Wisst ihr, wie ich mich gerade freue? Nein, wisst ihr nicht. Können sie auch nicht wissen. Jawohl. Da können wir uns ein Bett machen, Alter, und können erstmal schlafen eine Runde. Oh, mein Hardcore-Gott, ey. Wie geil, oder? Ist das nicht geil? Ja, das ist geil. Ja, das ist okay. Oh, jawohl. Und dann gehen wir jetzt wieder hier zurück. Mensch, das liegt das immer so. Muss die Welt aufgebaut werden, oder wie? Okay. Dann mach ich mittlerweile mein... schönes Bettchen. Juhu, ich hab ein Bett. Leute, schaut mal. Ich hab ein Bett. Ich muss erstmal was essen. Ich würde sagen, jetzt gehen wir auch erstmal auf Essenssuche, bis wir genug Essen haben. Und ich muss gerade rülpsen. Gut, dann gehen wir jetzt in diese Richtung da hinten. Waren da nicht gerade Kühe noch oder waren das wieder Hühner? Ich meine, Hühner sind jetzt auch egal. Hauptsache, wir kriegen mehr zu essen. Ja! Oh ja, sogar noch ein paar. Eins und zwei und drei und vier. Oh mein Gott, sind ja viele Hühner. Da kriegen wir auf jeden Fall schön viel zu essen. Erstmal für den Anfang. Ja, sorry, dass es immer so leckt, weil die Welt aufgebaut werden muss. Stimmt's, Huhn? Ja. Oh, wie viele Hühner es hier gibt, ey. Das freut mich so. Wir haben nämlich jetzt ein Bett, wir haben hier Kohle, wir haben Steine, alles mögliche, was man halt am Anfang so braucht. Ein Bett. Ist natürlich auch richtig geil. Und Essen haben wir auch. Und das freut mich. Und Schweine gibt's auch jetzt noch. Och, geil, ey. Okay, wir kommen mit Essen locker aus. Und da oben sind noch Kürbisse. Was ist denn hier gerade los? Was ist denn hier gerade los, Alter? Bei dieser geilen Welt. Ich bin froh, dass wir eine neue Welt gemacht haben. Wisst ihr, was jetzt noch geiler wäre, wenn wir jetzt noch ein NPC-Dorf finden? Das wäre ein Hardcore richtig geil. Jetzt noch ein NPC-Dorf und dann, Alter, das in der ersten Folge. Das wäre richtig nice. Lass uns mal jetzt zu dem Berg da gehen. Das sind Kürbisse, da würde ich sagen, die hacken wir irgendwann mal ab. Die können wir so als Lampe nehmen. Irgendwie, wenn wir unser Haus dann mal irgendwann anfangen zu bauen. Aber ich will mal schnell hier auf den Berg hoch. Das ist auch ganz nice. Alter, die Berglandschaft hier ist allgemein übel nice. Ich will in eine Höhle rein. Oder getraut mich das schon? Ne, Leute. Lass lieber noch nicht in eine Höhle reingehen. Lass erstmal anfangen. Wollen wir jetzt unser Haus schon bauen? Ich weiß nicht. Ne, ich will helles Holz haben. Aus hellem Holz will ich mein Haus bauen. Deswegen brauche ich noch ein bisschen was. So, jetzt haben wir ja erstmal Kürbisse. Wir können uns ja mal einen aufsetzen. Ja, hui. Das ist ja geil, ne? Findet ihr das auch gut? Nein. Gut, dann werden wir jetzt erstmal unser Schweinefleisch braten. Ah, Kohle wäre auch schon ganz gut. Und gehen jetzt, ja, wir brauchen eigentlich weißes Holz. Das ist mal die Grundpriorität. Ich will mein Haus ja aus weißem Holz bauen, also außenrum. Und dann Holzstämme als Ecken. Und ja, ich will ja schon etwas ordentliches Haus haben jetzt, sage ich mal. Aber was mache ich denn in Ecken? Ja, die mache ich aus diesem Holz da. Hol ich mir mal schnell ein bisschen Eichenholz, Leute. Eichenholz. Ja, also ich finde die Welt sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut finde. Da oben ist schon wieder ein Kürbis. Alter, was ist denn hier los? Warum gibt es hier so viele Kürbisse? Oh ja, das sind schön viele weiße Bäume. Da holen wir uns jetzt ein paar. Wo ist die Sonne? Okay, die geht dann auch bald unter. Das sind noch ein paar Chicken Wings. Und wir gehen jetzt dahin. Und holen uns weißes Holz, dann wird es dunkel, dann schlafen wir. Und dann werden wir sehen, was wir weitermachen. Essen haben wir jetzt auch erstmal genug, wie ihr seht. Also wir haben eigentlich in der ersten Folge schon schön viel bekommen, ne? Ich denke mal, in der zweiten Folge bekommen wir dann sogar schon Eisen. Spätestens in der vierten, fünften Folge haben wir dann Eisenrüstung. Ich bin mir auch nicht sicher. So. Birkenholz. Und hier nochmal. Abklopfen. Zack. Ach, ist das nicht schön. Ja.
Nochmal 28 dazu. Gut, Leute. Dann gehen wir jetzt erstmal zurück, bauen unser Bett auf und schlafen eine Runde. Weil es dann ja auch bald dunkel wird. Und deswegen sollen wir auch schlafen gehen bei Hardcore. Ich will mindestens bis Folge 20 kommen. Also das ist doch schon mal was, bis Folge 20. Ich will nicht gleich hier so irgendwie am Anfang verrecken. Weil dann ist Hardcore wieder vorbei und dann habe ich keine Lust mehr, eine Hardcore-Welt anzufangen. Dann ist Hardcore für immer vorbei, Leute. Dann habe ich ja noch mein Hexilein. Hexit. Ja, Clan Attack ist jetzt übrigens vorbei, Leute. Falls ihr das wisst, seht ihr mich überhaupt? Ich glaube, die Webcam ist... Hallo. Ja, wie gesagt, Clan Attack ist ja vorbei. Glaube ich jetzt, dass Clan Attack vorbei ist. Hab ja nicht viel aufgenommen, Leute, wie ihr wisst. Aber, ja. Was will man machen? Was willst du machen, ne? Gut, dann werden wir jetzt erstmal ein bisschen Erde sammeln. Zack. Und zack. Zack. La 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 la. So. Dann machen wir es so. Und bauen uns jetzt hier sowas. Wo wir dann in Ruhe mal kurz pennen können. Weil ich weiß ja nicht, ob wir, wenn wir schlafen, ob der Monster kommt. Ich will es ehrlich gesagt auch nicht riskieren. So. So. Heißt ja nicht auch, dass wir hier wohnen müssen. Wir müssen jetzt erstmal eine schöne Wohngegend suchen. Jetzt seht ihr mich denn überhaupt? Die Webcam ist so doof. Die will mal woanders hin. Oh, jetzt ist sie beinahe umgekippt. Oh, Leute, Alter. Das mit der Webcam. Die Webcams heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ach ja. Ja, wie gesagt, ich nehme jetzt auch mit Webcam auf. Immer Überlebensprojekt. Nehme ich jetzt immer mit Webcam auf. Jawohl. Oh, es wird dunkel. Oh mein Gott. Aber wisst ihr was? Scheiße, jetzt hoffe ich, penne jetzt hier. Juckt mich nicht. Wir trinken einmal kurz was. So. Und jetzt? Es sind keine Monster hier. Gut. Gut. Das ist ja schon mal gut, wenn keine Monster hier sind. Das braten wir auch gleich noch. Also, was wollte ich machen? Ach ja, schon mal anfangen. Okay, jetzt müssen wir uns aber mal im Klaren sein, wo wir unser Haus hinbauen wollen. Vielleicht auf der Insel da hinten, vielleicht aber auch hier. Hier können wir auch unser Haus gleich hinbauen. Das ist ja auch schon mal cool. Oder wir bauen unser Haus. Oder da oben auf dem Berg? Nee, ich bin mir nicht sicher. Ich würde sagen, dass wir unser Haus jetzt mal hier hinbauen. Wir können ja später immer noch umziehen. Oder? Was sagt ihr? Ich würde sagen, wir fangen noch nicht an mit dem Haus bauen, oder? Ich würde sagen, wir rennen jetzt hier erstmal durch die Wildnis und suchen einen günstigen Platz. Das ist erstmal das Beste, was wir machen können. Gut, das kann irgendwann mal weiterbraten. Muss jetzt hier nicht weiterbraten. Wir rennen jetzt hier durch die Gegend. Ja, das Video ist auch bald wieder vorbei, Leute. Schon dann wieder vorbei. Also da laufen wir. Erstmal, wir laufen in die Richtung, würde ich sagen. Mal schauen, was uns erwartet. Ich will eine schöne Gegend finden, wo wir dann auch einziehen können. Federn essen. Später können wir uns dann noch ein Feld bauen. Ich weiß keinen Plan, ob ihr mich seht, Leute. Wenn ihr mich nicht seht, dann werde ich das früh genug merken. So. Aber das ist jetzt egal. Wir laufen ein bisschen lang. Und schauen, ob wir einen günstigen Platz finden, noch diese Folge. Kann auch sein, dass wir erst nächste Folge den... Hallo, Peterhuhn. Hier gibt es wieder schöne Hühner. Können wir uns wieder mitnehmen. Also schöne Hühner in dem Sinne, bei Minecraft die Hühner, ja, gut. Das wollte ich bloß mal klarstellen. Gut, da hinten ist die Berglandschaft, wo wir herkommen. Wo ich die Berglandschaft schon übel cool finde. Aber hier irgendwie zu wohnen ist auch übel cool. So mitten im schönen Wald. Hier ist schön das Gras, schön grün. Viele Hühner. Geil. Oh, Kühe. Leder. Oh, wie geil. Ich liebe euch. Hühner, ihr seid einfach nur so ultra, mega geil. Kuhschubser. Ja, ich schubse immer gerne Kühe. Und warum hat die Kuh hier eine andere Farbe eigentlich? Bleib stehen! Ha, da hab ich dich geholt, hä? Damit hättest du nicht gewusst, gedacht, geachtet. Ey!
Wie viel Leder? 3 Leder erst. Ich dachte, wir können jetzt schon irgendwie einen Lederhelm oder so machen. Oder ein Höschen. Ja, da oben ist ein Berg, Leute. Und jetzt will ich überlegen, ob wir nicht hier irgendwo hinziehen. Ist ja eigentlich auch irgendwie cool, oder? Also hier die Gegend gefällt mir. Lass mal dahinter gehen. Vielleicht kommt da etwas freie Landschaft. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wann wir unser erstes NPC-Dorf finden. Oh, hier ist doch geil. Hier ist doch vielleicht geil, oder? So am Wasser. Können wir uns später noch einen Steg bauen. Jo, hier ist geil. Hier würde ich sagen, bauen wir unser Haus hin. Oder wartet, Leute. Ich werde mein Haus nicht anfangen. Schreibt in die Kommentare, ob ich mein Haus da hinbauen soll. Also da so. Schön ans Wasser. Können wir dann noch einen Steg und alles so später bauen. Also schreibt in die Kommentare einfach mal, ob ich da mein Haus hinbauen soll. Leute, und dann, ja, war es doch schon wieder mit dem Video. Also wie gesagt, schreibt bitte in die Kommentare, ob ich da hinziehen soll. Und, oder ob ich halt nicht hinziehen soll. Ob ich weiterziehen soll. Und ja, ich würde sagen, die erste Folge war doch schon mal sehr, sehr gut. Falls euch die erste Folge gefallen hat, wieder von meinem Hardcore-Überlebensprojekt, dann bewertet es doch einfach und abonniert meinen Kanal, damit ihr nie wieder Videos von mir verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und... Tschüssi.